Vorbereitung, ja, es sind Testspiele, es sind Freundschaftsspiele. Natürlich schaffen wir auf ein Ziel an, aber es ist alles irgendwo, ja, die Freundschaftsspiele tut man eher unterordnen, weil man den Trainingsbetrieb nicht will reduzieren, also das Resultat von den Testspielen eher zweitrangig, obwohl das man immer gewinnen will. Ich denke, wenn es wirklich losgeht, dann weisst du, um was das geht. Und ich glaube, ich rede auch im Namen der Spieler, sie brennen auf den 16. Ja, es ist eigentlich, wie soll ich jetzt sagen, fast ein bisschen perfekt gelaufen. Wir haben wirklich Ruhe gehabt, wir haben keine Unstimmigkeiten gehabt. Die Vorbereitung hat geklappt, die Mannschaft hat mitgezogen, der Trainerstaff, der Staff allgemein hervorragende Arbeit gemacht in dieser Vorbereitung, wirklich. Also, ja, vielleicht sollte noch irgendetwas passieren in der nächsten Woche, dass uns nicht zu wohl wird. Out of the scene, and as I passed the chronic, he said, look at where I be. I tried to get a job for real, but all the homies hit licks and rob and steal, and keep fat pockets caught in the rut to catch round his waist in. Plus, who could you trust? I said, I'm all about protecting. Gut, ich denke, Zielsetzung, das ist etwas, was jetzt kommt. Wir drei ja miteinander besprechen, vereinbaren. Das ist jetzt kein Geheimnis, oder? Also, die Ziele, die sind schnell mal auf dem Tisch. Vor allem auch, wenn man die Spieler fragt. Wir sind alle ambitioniert. Oder? Also, wir sagen, wir wollen einfach nicht absteigen, oder? Sondern wir wollen wieder um den Meistertitel mitspielen. Das ist ganz klar. Wir wollen Göpp vielleicht noch eine Runde weiterkommen als letzte Saison. Das wäre eigentlich auch mal schön, oder? Dass wir noch ein bisschen Belastung schiessen. Und eben kurzfristig, wie gesagt, Playoff, Champions League, das wäre schon schön.